Okay, ich kann die Tränke auch noch verbessern. Das wird ja immer cooler. Drei Hammer, kann ich den Hammer auch freischalten? Das sind aber echt viele Leichen hier überall. Machen wir die Tür auf und ruhen uns nochmal aus. Ja, da fehlen 300. Okay, der macht 250 Angriff und Wunde. Schalten wir den frei. Einfache Aktion. Okay, 400% plus 150 Angriffsschaden. Der ist besser. Dafür kann ich ihn aber auch nur einmal anwenden. Was sind seine Upgrades? Okay, gleich 10 mehr Schaden. Okay, und das ist so eine lange Kombo. Und am Ende bekomme ich einen Offensiv-Buff. Ich denke, dass der mich sogar besser gefällt. Weil der tut nur den Schaden verringern. Ja doch, der Hammer gefällt mir, glaube ich, besser. Okay, jetzt Tränke. Normaler Trank, langanhaltender Trank und schnell wirkender Trank. Details. Trank aufwerten. Die Menge, mehr Gesundheit, Zusatzplätze. Was würde das überhaupt machen? Ja doch, ich möchte wissen, was das macht. Vielleicht ist das ja so heftig. Trank aufwerten. Trank herstellen. Okay, ich habe da sogar noch gar nichts. Ja, dann war das umsonst. Die Frage ist jetzt, wo kriege ich diese Alchemieverstärker her? Werde ich wohl erst später rausfinden. Jetzt suchen sie sogar Tiere. Was kommt hier? Was kommen jetzt für Gegner? Ja, okay, gehen wir erstmal hier lang. Obwohl.
Okay, die Idee des Zirkus ist wirklich nicht schlecht. Das ist echt eigentlich nett, die Entstehung. Aber ich habe das Gefühl, er ist schuld an dem hier. Okay, hier muss ich mit der Leiter runter. Ich kann hier hoch. Ich kann die Tür öffnen. Und hier lang kann ich nicht. Öffnen wir erst die Tür. Okay, von der Seite nicht möglich. Oh, ein Geheimgang. Zum Geheimraum des Marktes. Okay. Doch, ich springe unter. Kein gutes Gefühl. Okay, das war's. Aber gut zu wissen, dass ich da einen Schlüssel brauche. Okay, wo ist... der Giftpilz, der nächste Mal. Komm her. Ah, das war auch der Giftding hierfür.
Dann gucken wir mal, ob hier noch was ist. Ach, ich hätte die Leiter runterschießen sollen. Ja, das habe ich mir jetzt selbst verhauen. Da darf ich nochmal hochlaufen. Kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ja, bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich. Das ist ja wirklich eine Menge Vielfalt. Auch mit den Fähigkeiten. Es gibt ja endlos viele. Leiter herunterlassen. Wie komme ich darüber? So. Fenster. Das ist auf jeden Fall eine Zutat für die Tränke. Hier war, denke ich, auch noch mal was. Warte mal hier. Da wollen wir hin. Zum Lager. Was gut bewacht wird, hat auch gute Vorräte. Behaupte ich jetzt einfach mal. Okay, machen wir den erstmal an. Ich muss echt ein bisschen das Kontern üben. Ich versuche jetzt bei jedem Gegner einmal zu kontern. Besser übe ich das jetzt als später. Boah, der hat mich fertig gemacht. Okay, jetzt kann ich ja die Tränke verbessern. Was macht das? Dient der Entgiftung des Körpers, wirkt appetitanregend und fördert sowohl Blutzirkulation als auch Verdauungssystem. Gesundheitsregeneration plus 46. Oh. So müsste ich jetzt 200 heilen, wenn ich nicht ganz doof bin.
Na, wir gehen den normalen Weg. Ich brauche noch ein paar Erfahrungspunkte. Umso mehr, umso besser. Aber ich glaube mittlerweile, dass ich den Clown-Angriff verbessern müsste. Und bei schwachen Gegnern ist es egal, aber bei den stärkeren ist es jetzt doch schwerer. Waren das schon alle? Okay, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es mehr waren. Naja. Wieder verkackt. Ja, okay, bei stärkeren Gegnern brauche ich echt eine bessere Clown-Angriff. Jetzt so bei den Gegnern ist das vollkommen wurscht. Aber sobald sie ein bisschen stärker sind, ist es schon fatal. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal doch nicht auf Angriff, sondern auf Clown-Angriff. Also auf solche. Wie gesagt, den normalen Gegner fetze ich weg wie nichts.
okay, von denen kriege ich jetzt auch diesen Alchemieverstärker. Und ich habe einen Schlüssel bekommen. Ah, der Schlüssel für den Anfang da hinten. Okay, da unten ist ein Thron. Ich glaube, das ist dieser Anfangsthron, oder? Das ist mir von dieser Seite nicht möglich. Oder auch nicht. Na, bevor ich weitergehe, gehe ich jetzt erstmal zurück und mach die Geheimkammer da hinten auf. Hier ist jemand zum Reden. Oh, ist aber viel Blut. Esmeralda. Okay, es gibt nichts, was ich gern fragen würde. Okay, das ist schon seltsam. Okay, bevor ich weitergehe, gehe ich einmal zum Thron zurück. Schade denn nicht, wenn ich mich einmal level. Ich brauche 9 Stück. Habe ich 9 Stück? Nur 8. Dann lasse ich es fürs Erste. Ich habe gesagt, ich gehe erstmal auf Clownschaden. Ach, hier unten sehe ich, wie viele Talente ich bekomme. So, ich kriege quasi wirklich ein Talent für jedes Level, was ich steige. Ja, ich gehe definitiv auf solche. Strategie. Wenn ich volles Leben habe. Okay, hier, Klaus, wirklich das mit dem Aufladen. Okay, ich bräuchte eigentlich noch ein Level, denn okay, ich gehe hier auf diese Jägerklaue. Und danach gehe ich hier rauf. Dann ist die Jägerklaue nämlich schneller.
stimmt, und das mit dem Konter muss ich auch noch machen. Ah, so viel. Okay, helle Bade. Nichts davon kann ich auf upgraden. Trank aufwerten. Okay, mit dem Platz tue ich ja schon fast die 200 erhöhen. Das war es jetzt auch nicht wirklich wert, weil das hätte mich sogar ein bisschen mehr geheilt. Aber ich glaube, ich bekomme noch wesentlich bessere Zutaten. Da erhöhe ich erstmal die Menge der Tränke. Und mir fehlen ja 100. Für einen der Ringe. Drei hier besiegt. Sollte ich doch diese 100 kriegen. Und dann kann ich noch Level steigen. Dann habe ich auch diese Kombi, die ich möchte. Und noch mehr Clown-Schaden. Feder. So, ich glaube, jetzt bin ich perfekt ausgerüstet. Für was auch immer jetzt noch kommt. Gehen wir hier noch einmal durch. Jetzt sind wir hier nämlich schon lang genug. Und zwar wirklich lang genug. Mittlerweile kenne ich den Weg wirklich auswendig. Und es ist erst die erste Änderung. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche hier länger als 8 Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Ah, dieser Buff wird sogar gestackt. Und es wird wirklich jedes Mal, wenn ich diese Clown-Angriff eingesetzt habe, gültig. Aber das ist nicht schlecht. Hier komme ich noch nicht durch. Hier noch einmal. Die Verteidigung bleibt sogar recht lange. Habe ich das Messer auf jeden Fall freigeschaltet. Okay, ich kann hier runterspringen. Aber ich will auf den normalen Weg gehen.